Anwendung von Wechselstrom, Leistungsübertragung und Transformatoren. Das eine hat mit dem anderen zu tun. Wechselspannung lässt sich nämlich sehr einfach transformieren, ganz anders als Gleichspannung. Das heißt, kleine Spannungswerte lassen sich in große Spannungswerte überführen. Und eine bestimmte Leistung lässt sich mit einer hohen Spannung wesentlich besser übertragen als mit einer kleinen Spannung. Diese Zusammenhänge schauen wir uns jetzt an. Die elektrische Leistung ist ja ganz allgemein als P ist gleich U mal I gegeben und das bleibt natürlich auch in Wechselstromkreisen so. Der wesentliche Unterschied ist jetzt, sowohl U als auch I sind natürlich zeitabhängig und damit wird auch P zeitabhängig. U und I schwingen sinus- oder kosinusförmig und P ist auf jeden Fall periodisch, aber kann von der reinen Sinus- oder Kosinusform abweichen. Wenn wir uns mit der Leistungsaufnahme in einem Wechselstromkreis auseinandersetzen, dann interessiert uns hier weniger der momentane Wert der Leistung zu einem bestimmten Zeitpunkt, sondern hier interessieren uns Mittelwerte über eine Periode gemittelt. Da wir U und I als komplexe Größen schreiben können, können wir auch die Leistung P als komplexe Größe schreiben. Denn das Produkt zweier komplexer Zahlen ist natürlich wieder eine komplexe Zahl. In Analogie zum Wirk- und Blindwiderstand bei einer Impedanz, der Wirkwiderstand war ja der Realteil, der Blindwiderstand der Imaginärteil, spricht man hier eben auch von einer Wirkleistung und einer Blindleistung und wir wollen jetzt verstehen, was sich dahinter verbirgt. Eine Blindleistung ist eine Leistung, die im zeitlichen Mittel Null ergibt. Das passiert immer genau dann, wenn periodisch und abwechselnd der Spannungsquelle Leistung entnommen wird, aber diese gleiche Leistung dann auch wieder zurückgegeben wird. Paradebeispiele, wo so etwas geschieht, ist, wenn wir es nur mit einer rein kapazitiven Last, das heißt einem Kondensator, oder einer rein induktiven Last, das heißt einer Spule, zu tun haben. Wenn an einem Kondensator eine Wechselspannung anliegt, bedeutet das ja, der Kondensator wird aufgeladen und dann wird er wieder entladen, dann wird er andersrum aufgeladen, dann wird er entladen und so weiter. Beim Aufladen wird der Spannungsquelle Energie entnommen, aber diese Energie wird ihr beim Entladen des Kondensators eben wiedergegeben. Im zeitlichen Mittel wird der Spannungsquelle also keine Energie entnommen. Den zugehörigen Verlauf der Leistung P von T bekommen wir natürlich, indem wir die Kurven U von T und I von T miteinander multiplizieren. Am Kondensator sind ja Strom und Spannung gegeneinander phasenverschoben und zwar genau um 90 Grad und am Kondensator eilt der Strom vor. Dadurch bekommen wir als Produkt von U und I eine Leistungskurve P von T, die mit der doppelten Periode von Strom und Spannung oszilliert. Betrachten wir bei der kapazitiven Last einmal die rote Kurve, das heißt die Spannungskurve, dann sehen wir, dass die Leistung positiv ist, wenn der Kondensator sich auflädt, also die Spannung nach oben geht. Das heißt, hier wird der Spannungsquelle Energie entnommen. Wenn der Kondensator sich aber wieder entlädt, das heißt die Spannung abnimmt, das ist der abfallende Teil der roten Kurve, dann wird diese Leistung der Spannungsquelle zurückgegeben. Und bei der umgekehrten Polung ist es genau das Gleiche. Wenn der Kondensator sich umgekehrt auflädt, dann wird wieder der Spannungsquelle Energie entnommen und beim Entladen wird diese zurückgegeben. Dadurch ist die über eine Periode gemittelte Leistung Null. So etwas ist eine reine Blindleistung. Völlig analog ist das bei einer induktiven Last. Auch hier wird nur eine reine Blindleistung erzeugt. Hier sind allerdings jetzt Strom und Spannung genau anders gegeneinander verschoben, denn bei der Spule ist ja die Spannung vorne, das heißt die Spannung ist vor dem Strom. Und bei der Spule geht natürlich die Energie der Spannungsquelle in den Aufbau des Magnetfeldes und wird der Spannungsquelle beim Zusammenbruch des Magnetfeldes zurückgegeben. Werden also ein idealer Kondensator oder eine ideale Spule an einem Wechselstromkreis betrieben, erfordert das überhaupt gar keine Energie. Hier wird also keinerlei Leistung in Form von Wärme umgewandelt und es wird gar keine Leistung im Endeffekt der Spannungsquelle entnommen. Allerdings muss die Spannungsquelle in der Lage sein, die momentanen Spitzenwerte der Leistung aufzubringen. Und deswegen ist die Blindleistung ein wichtiger Parameter, nach dem man dann Spannungsquellen auslegen muss. Anders sieht das aus bei einer ohmschen Last, das heißt bei einem ganz normalen ohmschen Widerstand, denn hier sind Strom und Spannung ja nicht phasenverschoben und das bedeutet, dass die Leistungskurve immer positiv ist. Hier wird also ununterbrochen Leistung entnommen.
Die Leistungskurve wechselt nie ihr Vorzeichen, weil Strom und Spannung immer gleichzeitig positiv oder negativ sind und auch für den negativen Bereich beider Kurven Minus mal Minus ja Plus ergibt. Die Funktion der Leistungskurve, die sich in diesem Fall ergibt, ist entweder ein Sinusquadrat oder ein Cosinusquadrat. Und wenn man diese Funktion über eine Periode mittelt, dann ergibt das genau einen Faktor 1,5 zum Maximalwert. Der Maximalwert ist aber natürlich Stromamplitude mal Spannungsamplitude. Das heißt, die mittlere Leistung ist hier 1,5 mal Stromamplitude mal Spannungsamplitude. Im allgemeinen Fall kann natürlich die Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung beliebig sein, einen beliebigen Wert annehmen. Und das ergibt dann für die Leistungskurve Sinusquadrat- oder Cosinusquadratkurven, die jedoch vertikal verschoben sind. Dadurch bekommen wir unterschiedliche Teile der Leistungskurve oberhalb und unterhalb der Nulllinie. Und das, was als Wirkleistung überbleibt, ist genau die Differenz der jeweiligen Flächen der Leistungskurve unterhalb und oberhalb der Nulllinie. Hier ist der sich wegmittelnde Anteil weiß dargestellt und das, was als Wirkleistung verbleibt, bleibt grau. Und diese Wirkleistung wird nur durch die ohmschen Widerstände in unseren Schaltungen entnommen. Bisher haben wir uns ein qualitatives Verständnis der Leistung erarbeitet und jetzt wollen wir uns anschauen, wie man so etwas auch ausrechnen kann. Und damit wollen wir die Frage beantworten, wie man am besten die Leistung, die Nutzleistung, die in einem Kraftwerk produziert wird, in einen Haushalt bringen kann. Für einen ohmschen Widerstand hatten wir ja schon festgestellt, dass der Mittelwert der Leistung über eine Periode 1,5 I0 mal U0 ist. Das I0, U0 kommt natürlich aus der Definition der Leistung und das 1,5 kommt aus der Mittelung über eine Periode. Diese mittlere Leistung ist hier als horizontale schwarze Linie dargestellt und ohne dass man groß integriert, kann man den Faktor 1,5 hier sofort daran erkennen, dass natürlich die grauen Flächen oberhalb der schwarzen Linie genau die weißen Flächen unterhalb der schwarzen Linie füllen. Das U0 können wir durch I0 mal R ersetzen und erhalten 1,5 I0 Quadrat mal R und 1,5 I0 Quadrat können wir mit Hilfe des effektiven Stroms durch IF Quadrat ersetzen. Der effektive Strom ist 1 durch Wurzel 2 mal I0 und die Effektivwerte geben an, welchen Wert ein Gleichstrom bzw. eine Gleichspannung haben müsste, um die gleiche effektive Leistung PF des Wechselstromkreises für Phi gleich 0 zu erzeugen. Wenn aus dem Widerstand eine beliebige Impedanz Z wird und somit auch eine Phasenverschiebung Phi möglich ist, dann wird aus dem Ausdruck für unsere Wirkleistung P ist gleich 1,5 I0 mal U0 mal Cosinus Phi und das können wir auch wieder mit Hilfe der Effektivwerte als IF mal UF mal Cosinus Phi ausdrücken. Wie kommt es zu diesem Zusammenhang? Am einfachsten geht das, wenn wir einfach R, das heißt den Realteil unserer Impedanz bestimmen und der Realteil ist der Z-Betrag mal Cosinus Phi, da haben wir die Eulersche Formel verwendet. Z-Betrag wiederum ist aber einfach U0 durch I0, wir halten also R ist gleich U0 durch I0 mal Cosinus Phi. Wenn wir diesen Ausdruck für R in 1,5 I0 Quadrat mal R einsetzen, dann kürzt sich ein I0 weg und es bleibt 1,5 I0 O0 Cosinus Phi über. Was nützen und helfen uns diese Zusammenhänge, wenn wir uns fragen, wie wir am besten eine Nutzleistung von einem Kraftwerk in einen Haushalt bekommen? Als erstes müssen wir feststellen, dass uns der Ausdruck für die Leistung für eine beliebige Impedanz Z überhaupt nichts nützt, denn wir wissen ja nicht, wie die Impedanz in den Haushalten und damit die Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung ist. Die maximale Leistung wird definitiv dann entnommen, wenn die Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung 0 ist und genau darauf müssen wir natürlich unseren Leistungstransport auslegen. Das heißt, wir müssen vom Worst Case ausgehen. Eine Verlustleistung wird nur dann erzeugt, wenn auch ein Strom fließt. Eine Spannung erzeugt keine Verlustleistung, sondern nur ein Strom. Und wir wollen natürlich, dass die von uns produzierte Leistung in den Haushalten ankommt und nicht unterwegs in den Leitungen verloren geht. Der unvermeidliche Verlust in den Leitungen ist P gleich IF Quadrat mal R. Diesen Verlust kriegen wir klein, wenn wir entweder R klein machen oder IF klein machen, besser natürlich beides. IF bekommen wir in dem Moment klein, wenn wir eine sehr große Spannung UF wählen, mit der wir die Leistung transportieren. Denn IF ist unsere Nutzleistung dividiert durch UF.
Aus diesem Grund transformiert man die Spannung aus dem Kraftwerk zu Hochspannung hoch. Die entsprechende Transformation findet in sogenannten Umspannwerken statt. Hinter dem Kraftwerk stehen dann Aufspannwerke, die die Spannung hochbringen. Und vor den Verbrauchern, das heißt vor den Städten, stehen dann Abspannwerke, die die Spannung wieder runterbringen. Und über Land, über Strecke wird dann die Leistung mit Hochspannung übertragen. Schauen wir uns dazu mal ein Beispiel an. Hochspannungsleitungen haben einen typischen ohmschen Widerstand pro Länge von R durch L etwa 0,1 Ohm pro Kilometer. Darunter kommt man technisch nicht. Nehmen wir an, die Leistung P gleich 115 Kilowatt soll über eine Strecke von 4 Kilometer übertragen werden. Dann hat das Kabel den Widerstand R gleich 0,4 Ohm. Würde man diese Leistung mit Netzspannung, das heißt mit 230 Volt übertragen, dann wäre in den Leitungen eine Stromstärke von IF gleich P-Nutz durch UF gleich 500 Ampere erforderlich. Der Leistungsverlust wäre PV gleich IF Quadrat mal R gleich 500 Ampere zum Quadrat mal 0,4 Ohm etwa 100 Kilowatt. Das sind 90% der Ausgangsleistung. Wählt man stattdessen eine Hochspannung, zum Beispiel UF gleich 23 kV, dann entsteht im Kabel nur noch eine Stromstärke von IF gleich 5 Ampere und der Leistungsverlust ist nur noch PV gleich 5 Ampere zum Quadrat mal 0,4 Ohm gleich 10 Watt, also nur noch ungefähr 0,01%. Damit bleibt uns als nächste Aufgabe herauszufinden, wie wir eigentlich Wechselspannung transformieren können. Wechselspannung transformiert man mit sogenannten Transformatoren, wie es der Name schon sagt. Sie funktionieren aber nur mit Wechselspannung, denn sie basieren auf Induktion und das verlangt, dass sich ein Magnetfeld bzw. ein magnetischer Fluss mit der Zeit ändert. Schauen wir uns erstmal den Aufbau eines Transformators an, bevor wir auf die Funktion des Transformators eingehen. Ein Transformator besteht immer aus zwei Spulen. In eine Spule wird die Eingangsspannung eingespeist. Diese Spule nennen wir Primärspule und sie ist hier auf der linken Seite bezeichnet. Bei der anderen Spule wird die Ausgangsspannung abgegriffen. Die wird Sekundärspule genannt und sie ist hier in diesem Bild auf die rechte Seite gezeichnet. Durch beide Spulen verläuft ein gemeinsamer, hier rechteckig gezeichneter Eisenkern, der überall den gleichen Querschnitt A hat und dafür sorgt, dass die Magnetfeldlinien in ihm verlaufen. Der Eisenkern verstärkt das in der Primärspule erzeugte Magnetfeld und leitet es quasi unverändert in das Innere von Spule 2 weiter. Die Primärspule und die Sekundärspule unterscheiden sich nun in der Anzahl ihrer Windungen. Wenn wir sekundär eine größere Spannung haben möchten als primär, dann muss die Windungszahl der Primärspule kleiner sein als die Windungszahl der Sekundärspule. Kommen wir jetzt zur Funktion. Die in die Primärspule eingespeiste Primärspannung, die erzeugt natürlich in der Spule ein Magnetfeld und damit auch einen magnetischen Fluss. Und da wir eine Wechselspannung einspeisen, wird hier ein zeitlich veränderlicher magnetischer Fluss erzeugt. Der magnetische Fluss oszilliert mit der gleichen Frequenz, mit der unsere eingespeiste Wechselspannung U1 oszilliert. Die Querschnittsfläche A unseres Eisenkerns ist überall gleich und er füllt unsere Spulen vollständig aus und deswegen können wir die Flussänderung dφB nach dt auch über A mal dB nach dt ausdrücken. Dieser oszillierende magnetische Fluss bewirkt natürlich nun per Induktion und nach dem Induktionsgesetz in der Sekundärspule die Induktionsspannung U2 gleich minus N2 mal A dB nach dt. Denn in jeder Windung der Sekundärspule haben wir ja nun die Flussänderung A mal dB nach dt und wenn die Sekundärspule N2 Windungen hat, dann ist die gesamte Flussänderung N2 mal A mal dB nach dt. Aber Induktion findet natürlich nicht nur in der Sekundär-, sondern auch in der Primärspule statt. Und auch in der Primärspule bekommen wir jetzt über das Induktionsgesetz eine induzierte Spannung U1 gleich minus N1 mal A dB nach dt. Das bedeutet, in der Primärspule ist die induzierte Spannung genau immer entgegengesetzt gleich zur Primärspannung. Das muss nach der Maschenregel so sein, denn nach der Maschenregel muss ja die Summe aller Spannungen entlang unseres Stromkreises gleich 0 sein. Wir haben unsere Eingangsspannung U1 und wir haben unsere induzierte Spannung Uin und ihre Summe muss 0 sein.
Solange wir alle anderen Widerstände in unserem Stromkreis vernachlässigen können, also zum Beispiel auch den ohmschen Widerstand der Spule, dann müssen diese beiden Spannungen folglich immer entgegengesetzt gleich sein. Wenn wir jetzt U1 durch U2 dividieren, dann erhalten wir U1 durch U2 ist gleich N1 durch N2, die Transformatorengleichung. Die Spannungen stehen also im Verhältnis zu den Windungszahlen. Und wenn unsere Primärspule 10 Windungen hätte und die Sekundärspule 100 Windungen, dann wäre N2 10-mal so groß wie N1 und damit wäre auch die Sekundärspannung 10-mal so groß wie die Primärspannung. So, ein Transformator vergrößert also, wenn N2 größer als N1 ist, die sekundärseitige Amplitude der Wechselspannung. Was er aber natürlich nicht verändern kann, ist die Leistung, die man der Primärspannungsquelle entnehmen kann. P gleich U mal I ist für beide Seiten gleich und daraus gewinnt man auch die Gleichung für die Stromübersetzung bei einem Transformator. Wir setzen einfach U gleich P durch I in unsere Transformatorengleichung ein. Das P kürzt sich weg und wir erhalten die Gleichung für die Stromübersetzung I2 durch I1 ist gleich N1 durch N2. Ein Transformator kann also auch dazu verwendet werden, aus einer Wechselspannungsquelle, die eine hohe Spannung hat, aber wenig Strom erzeugen kann, eine zu machen, die zwar eine niedrigere Spannung hat, aber viel Strom erzeugen kann. In diesem Fall muss natürlich N2 kleiner als N1 sein. Das ist ebenso der Fall, wenn man Spannungen runtertransformieren möchte. Die bis jetzt beschriebene Transformatortechnik entspricht den ganz normalen herkömmlichen Transformatoren, wie sie in Kraftwerken, in Umspannwerken, aber auch in Kleinformat in vielen, vielen elektronischen Geräten zu finden sind. Damit wird die Netzspannung dann zum Beispiel eben auf 5, 6 oder 12 Volt runtertransformiert. Sie kann dann zum Beispiel technisch noch gleichgerichtet werden, das heißt aus der Wechselspannung wird eine Gleichspannung gemacht und steht zum Beispiel als 5 Volt Gleichspannung zum Laden Ihres Handys zur Verfügung. Nach einem vollkommen anderen Prinzip funktionieren dagegen sogenannte Tesla-Transformatoren. Tesla-Transformatoren sind Transformatoren, die technisch fast keine Anwendung haben, sondern hauptsächlich in Shows zum Einsatz kommen, weil man mit ihnen ganz besonders starke Hochspannungen erzeugen kann und diese Hochspannungen eine sehr, sehr, sehr hohe Frequenz haben. Das heißt, diese Hochspannung hat keine Frequenz von 50 Hertz wie unsere Netzspannung, sondern von einigen 10 bis 100 Kilohertz. Und dadurch wird sie verhältnismäßig ungefährlich. Bei sehr hochfrequenter Wechselspannung tritt nämlich der sogenannte Skin-Effekt auf, der besagt, dass Ströme in Leitern nicht mehr eindringen können, sondern sich quasi nur noch auf der Oberfläche des Leiters auf der Skin, der Haut des Leiters, abspielen können. Sie werden aus dem Inneren des Leiters verdrängt und dahinter sitzt natürlich wieder die Induktion, denn wenn in den Leiter Ströme eindringen und diese Ströme aber sehr, sehr schnell veränderlich sind, bedeutet das natürlich, dass sie auch sehr starke Gegenfelder induzieren und damit im Grunde sich selber abschwächen. Denn denken Sie dran, die Induktion hängt von Phi-Punkt ab, das heißt, wie schnell sich der magnetische Fluss ändert. Und je hochfrequenter eine Wechselspannung ist, umso größer ist die zeitliche Änderung des magnetischen Flusses und auch natürlich die entsprechend induzierte Gegenspannung. Nun aber zurück zum Prinzip des Tesla-Transformators. Anders als ein Transformator, wie wir ihn bisher kennengelernt haben, besteht ein Tesla-Transformator aus zwei Schwingkreisen. Wir haben den Primärschwingkreis und wir haben den Sekundärschwingkreis. Diese beiden Schwingkreise enthalten natürlich Spulen, sie sind aber nicht, wie bei einem normalen Transformator, mit einem Eisenkern gekoppelt, sondern sie sind sehr, sehr locker miteinander gekoppelt. Üblicherweise ist nur die eine Spule in die andere hineingestellt. Der primäre Schwingkreis wird darauf ausgelegt, dass er möglichst viel Energie speichern kann. Er hat eine Spule mit wenig Windungszahlen und einen hochspannungsfesten Kondensator. Außerdem enthält er noch eine Funkenstrecke. Diese Funkenstrecke wirkt als Schalter. Der zweite Schwingkreis ist nur darauf ausgelegt, eine möglichst hohe Spannung an der Kapazität am Kondensator zu erzeugen und dazu besitzt er eine besonders kleine Kapazität C. So, ein Tesla-Transformator funktioniert jetzt im Prinzip wie zwei gekoppelte Pendel.
Sie erinnern sich vielleicht an die Experimentalphysik 1. Dort haben Sie gekoppelte Pendel kennengelernt. Wenn man zwei Pendel hat, die die gleiche Eigenfrequenz haben und man eines der Pendel anregt und die beiden Pendel ganz lose, zum Beispiel über eine lockere Feder gekoppelt sind, dann wird das eine Pendel die Energie auf das andere Pendel vollständig übertragen. Danach wird die Energie vom anderen Pendel wieder zurück auf das erste gehen und so weiter. Das habe ich Ihnen in einigen Experimenten gezeigt. Diesen Effekt nutzt man beim Tesla-Transformator. Die beiden Schwingkreise entsprechen hier den beiden Pendeln. Zuerst bringt man also in den ersten Schwingkreis möglichst viel Energie hinein und dann sorgt man dafür, dass diese Energie auf den anderen Schwingkreis vollständig übertragen wird und dann aber in dem zweiten Schwingkreis bleibt. Damit die Energie übertragen wird, müssen die beiden Schwingkreise genau die gleiche Eigenfrequenz 1 durch Wurzel LC haben. Das ist die erste Bedingung. Damit die Energie nach der Übertragung im zweiten Schwingkreis bleibt, muss man im ersten Schwingkreis das Schwingen verhindern, das heißt die Zurückübertragung. Das ist die zweite Bedingung. Die erste Bedingung, das heißt gleiche Resonanzfrequenz, bekommt man hin, indem man im Primärschwingkreis eine große Kapazität und eine kleine Induktivität und im zweiten Schwingkreis entsprechend eine sehr kleine Kapazität und dafür eine große Induktivität mit dem jeweils gleichen Produkt LC verwendet. Die zweite Bedingung wird mit Hilfe der Funkenstrecke erfüllt. Die Energie wird in den Primärschwingkreis mit Hilfe eines Hochspannungstransformators eingespeist. Wenn die Spannung im Primärschwingkreis einen bestimmten Wert überschreitet, dann springt ein Funke über die Funkenstrecke über. Erst in diesem Moment ist der Primärschwingkreis tatsächlich geschlossen und oszilliert mit seiner Eigenfrequenz und beginnt die Energie an den Sekundärschwingkreis zu übertragen. So eine Energieübertragung erfordert ja eine lose Kopplung. Denken Sie an die Pendel. Starr miteinander gekoppelte Pendel übertragen ihre Energie nicht, sondern nur lose miteinander gekoppelte Pendel. Und deswegen sind die beiden Spulen hier auch einfach nur ineinander gestellt und nicht zum Beispiel mit einem Eisenkern verbunden, denn dann wären sie ja starr gekoppelt. Die Schwingkreise sind hier über Induktion also lose miteinander gekoppelt, sodass der Primärschwingkreis seine Energie an den Sekundärschwingkreis übertragen kann. Wenn er seine Energie übertragen hat, dann reißt der Funke ab und damit ist der Primärschwingkreis wieder offen und dementsprechend kann die Energie nicht mehr zurückwandern. Die Spannung im Sekundärkreis ist über U gleich Q durch C, also durch die Kapazität des Kondensators bestimmt und natürlich, welche Energie man in den Sekundärschwingkreis hineinbekommen hat. Sie wird beim Tesla-Transformator also nicht durch das Verhältnis der Windungszahlen bestimmt. Die Kapazität des Sekundärschwingkreises ist meistens einfach nur die Eigenkapazität der Spule. Also im Prinzip muss man sich das wie einen aufgebogenen Kondensator vorstellen, dessen Platten dann die Enden der Spule sind. An das eine Ende der Spule wird in der Regel ein toroidförmiger Aufsatz gebracht und das andere Ende wird geerdet. Die Kapazität wird dann durch den Toroid gegen Erde gebildet und die Tesla-Spule hat dann nur ein sogenanntes heißes Ende, nämlich oben. Mit Tesla-Transformatoren lassen sich Spannungen von mehr als 1.000.000 Volt erzeugen. Kleinere Tesla-Spulen lassen sich sogar bei Amazon erwerben. Große, eindrucksvolle Tesla-Transformatoren finden Sie nur in wissenschaftlichen Ausstellungen und Museen.